ihr lieben Wesen. Hallihallo, guten Tag. Was bist du am Kichern die ganze Zeit? Nur so. Nur so. Ich finde den Becher einfach nur geil. Den Becher, ja, zeige ich gleich. Wir waren bei Pennymarkt und haben 146,17 Euro ausgegeben. Direkt vorweg, 20 Euro sind für die Handyaufladung vom Sohnemensch. Also sind wir bei 127 Euro für die Lebensmittel und sowas hier steht. Ich drehe euch mal rum. Also viel haben wir nicht geholt. Nur so ein bisschen was. So. Wir fangen hier an. Viermal Cherry-Tomaten für 79 Cent waren die, glaube ich, oder 75 Cent. Also die sind im Moment recht günstig. Deswegen kaufe ich dann schon mal ein paar mehr. Einen Liter Haferdrink, weil ich habe noch ein bisschen was. Der Ehemensch und der Sohnemensch verbrauchen deutlich mehr Milch. Deswegen viermal haltbare Vollmilch, 3,5% für die beiden Herren der Schöpfung. Dann durfte mit ein Frischkäse-Knoblauch, finde ich sehr lecker. Eine Margarine. Dann haben wir auch ein bisschen was zum Schnuppen. Und zwar Karamellwaffeln habe ich geholt. Ja, Karamellwaffeln hast du geholt. Ja, Karamellwaffeln habe ich geholt. Oh. Der Ehemensch hat sich wieder hier dieses Dessert eingepackt. Double Coffee zweimal und Double Schoko zweimal. Holen wir mal die Milch da raus, bitteschön. Zack. Desert, ja. Desert. Dann durfte mit weißes Toffifee. Direkt viermal. Sehr, sehr lecker. Kann ich empfehlen. Schmeckt sehr gut. Zwei Tüten Cashew- und Erdnussmix, Honig und Salz für mich. Und nochmal zwei Tüten geröstete Cashewkerne. Die sind super lecker. Da habe ich mich ja sofort drin verliebt, als ich die beim ersten Mal geholt habe. Deswegen dürfen die jetzt öfters mit. Dann haben wir hier noch einmal Tomatenketchup. So, alle komischen Geräusche gerade geklärt. Weiter geht's. Es ist wieder hier American irgendwas. Mike Mitchells Peanut Butter with White Choco Swirl. Da habt ihr den Swirl. Ja, und einmal auch mit Swirl. Peanut Butter mit Dark Schoko, da ist das Wirrl, das ist dann wie Snickers, schmeckt sehr, sehr gut und das mit weißer Schokolade ist auch super lecker. Der Ehemann braucht wieder Mehl für seinen Angelteig, Köder, Gedöns, irgendwas und eventuell auch für Pfannkuchen oder dergleichen. Ja, dann haben wir hier 4 Kilo Kartoffeln, beim letzten Mal haben wir Kartoffeln geholt, die waren alle durchlöchert. Ja, die konnten wir zur Hälfte leider wegschmeißen. Da wollten wir nämlich gestern Reibekuchen machen und dann habe ich festgestellt, okay, es wird immer weniger, mal weniger. Und dann hatten wir quasi nur 2 Portionen Reibekuchen. Und dann habe ich den Herren hier die Reibekuchen gegönnt. Ich esse die sowieso nicht so gerne. Das waren bestimmt die Scheißkartoffeln von dem Kackbauern hier vorne auf dem Feld. Scheißkartoffeln von Kackbauern? Ja. So redet man aber nicht über unsere Landwirte. Die tun ihr Bestes. So. Der kann gar nichts. Das waren auch keine Kartoffeln zum Verzehren. Ja. Das, was der da gemacht hat, war einfach nur das Feld wieder aktivieren oder so, keine Ahnung. Dann haben wir ein Glas Cornichons, eine Tube Mayonnaise. Die kommt aber in den Vorratsschrank. Unsere ist noch nicht leer, keine Panik. Diesmal ist sie nicht leer. Eine Mini-Rolle Ananas-Mandel, die darf ja auch nie fehlen. Dann habe ich hier diesmal eine etwas kürzere Esel-Salami. Weil die lange nicht mehr da hatten, musste ich eine kürzere nehmen. Zweimal Blättchen von Gizé für den Ehemann. Dreimal Haftcreme für den Ehemann. Kann er wieder die Wohnung tapezieren. Wer nicht weiß, worum es geht, schaut mal gerne auf meinen Zweitkanal. Da erzähle ich euch ein bisschen was. Knoblauchbutter. Ganz viel Aufschnitt. Wir haben wieder zweimal Corned Turkey, zweimal Corned Beef, zweimal Leberpastete, einmal Old Amsterdam, einmal Krustenbraten gepökelt, zweimal Krustenbraten gepökelt. Das ist unser Aufschnitt. Dann haben wir ganz viel Getränk gedöns. Jeweils dreimal Magnesium, Calcium, Vitamin C und Multivitamin. Günstigere Getränke kann man eigentlich schon fast nicht haben, außer Wasser.
aber immer nur Wasser. Ich brauche mal was mit Geschmack und dann haue ich mir gern so eine Brausetablette da rein. Für den Ehemann einmal Chips Oriental, bitteschön. Für mich durfte wieder mit viermal, hat er eingepackt, der Ehemann, viermal Hähnchenkassler. Hat er einfach reingetan in den Wagen. Die Laugen-Brioche-Rolls durften wieder mit. Im Moment ist es sehr eintönig bei uns. Dann haben wir noch zwei Gurken. So. Ja, die Frau hat zu mir gesagt, pack mal noch Cornichons und Kassler ein. Ja. Da war der Kassler Da aber schon. war alles schon passiert. War der Kassler schon im Wagen. Ich habe mir jetzt hier für 1 € so ein schnuffeliges, flauschiges, weiches Haarband geholt für meine Kosmetikroutine. Weil das, was ich habe, das ist super kratzig. Das hat dann so einen Glitzerfaden mit hier eingewoben und der kratzt dermaßen. Das ist sehr unangenehm. Und das hier ist jetzt ganz flauschig weich. Als würde man sich ein Lämmchen übers Gesicht streifen. So. Dann durfte mit Kämme. Zwei, ja, Frisierkamm. Weil ich teilweise Frisuren machen möchte, aber ich habe nur Bürsten. Und jetzt habe ich mir die Kämme geholt. Die waren auch für 1 € in so einer Grammelkiste. Habe ich mir da mal mitgenommen. Für 1 € kann man echt nichts sagen. 20 böse Eier. Zweimal Katzenfutter. Und dann haben wir einmal das Orangene oder Gelb. Auf der Kamera sieht es sehr gelb aus. Und einmal das Grüne. Hör auf, dir mein sauberes Band durch dein dreckiges Gesicht zu reiben. Hallo? Das ist nicht zum Reiben und zum Tupfen. Das ist zum Haare wegmachen und du hast keine Haare. Guck, hat bei dir schon Ja, funktioniert. siehst du, ich wollte gerade sagen, hat ja super Hat schon funktioniert. funktioniert. Zack, Band gekauft, Haare weg. Ja. Tada! So, und dann haben wir diesmal mit hochgebracht, zweimal Katzenstreu, also auch gekauft und direkt mit hochgebracht, weil heute ist hier großes Katzenklo reine machen. Da brauchten wir jetzt das Katzenklo hier oben. Jetzt müsst ihr auch alle 3 Sterne im Kalender machen, weil Weil wir mal das Katzenstreu direkt mit wir haben es hochgebracht haben. gekauft und direkt mit Direkt mit hochgebracht. hochgebracht. So, und der Ehemann, er amüsierte sich gerade über meine Becher. Ich teile das jetzt mit euch. Ich habe bei Temu bestellt und es kam an. Unter anderem dieses wunderschöne Armband. Die anderen Sachen habe ich schon verräumt, aber ich zeige euch mal meine neuen Trinkbecher. Touch my coffee, I will slap you so hard, even Google won't be able to find you. Also, fass meinen Kaffee an und ich klatsch dir so hart eine, dass nicht mal Google dich findet. Finde ich sehr cool. Dann haben wir noch, das ist ja mein Lieblingsspruch, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Das Ding ist riesengroß. Also, wir vergleichen das mal mit dem Ehemann. Riesengroß! Das ist so ein richtiger Humpen. Guck, wie Guck, wie groß, groß, gegens Licht guck, gefilmt, man sieht alles. wie Da ist übrigens der schwarze Kater, passend zu meinem schwarzen Becher. Also, wer von euch hat auch schwarze Kater und die sind genauso bescheuert? Sind alle Katzen, alle schwarzen Katzen so bescheuert? Jetzt sitzt der auf dem Katzenstreu auf dem Herd unter der Dunstabzugshaube. Du bist bescheuert, mein Schatzi Pia. So, und mein dritter und letzter Humpen, der ist genauso groß wie der Zirkushumpen. Ein extra Gaming. Ja, PlayStation Controller und ja. Ich lieb's. Das habe ich mir geholt. So, ihr Lieben. Alles wieder weg. Und dann räumen wir auf und dann geht's hier weiter. Dann haben wir ganz viel zu tun heute mit Wohnung aufräumen und Katzenklos und alles Mögliche. Ja, ich muss noch vorbereiten für Steht morgen. noch ein bisschen was an. Der Ehemann fährt wieder angeln und lässt mich wieder alleine. Ja. Oh, nicht weinen. Nicht weinen, ich Noch kann das nicht auf weinen. Kommando. Gut, ihr Lieben, das war's von uns, von hier für heute. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche und schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss.